Erster Tag des Grand Slams von Kasan. Ein paar Zuschauer waren zugelassen. Sie wollten die Lokalmatadorin Irina Dolgova zu Höchstleistungen anstacheln. Die Europameisterin von 2018 hatte es im Finale des Superleichtgewichts mit der ehemaligen Weltmeisterin Tonaki Funa zu tun. Am Ende half auch der Heimvorteil nicht. Die Japanerin setzte sich durch und holte ihre erste Goldmedaille des Jahres. Zwei Tage nach seinem 28. Geburtstag machte sich Lukumi Shvimiani selbst sein größtes Geschenk. In Kasan knüpfte er an starke Erfolge an. In erster Linie natürlich an seine Topform von 2019, als er Weltmeister wurde. Pünktlich einen Monat vor der Weltmeisterschaft in Budapest kommt der Superleichtgewichtler in Fahrt. Jetzt muss er nur noch seine ansteigende Form bestätigen, in genau 4 Wochen in Ungarn. Im Halbleichtgewicht bleibt Uta Abe im internationalen Judo das Maß aller Dinge. Das untermauerte die 20-jährige Japanerin auch in Kasan erneut eindrucksvoll. Mit einer atemberaubenden Leichtigkeit machte sie mit ihren Gegnerinnen nacheinander kurzen Prozess. Wer soll diese 1,58 Meter Powerfrau eigentlich stoppen? Nach 2 Goldmedaillen dieses Jahr ist Abe jetzt bereit für die Krönung in Budapest und dann in Tokio. Ich habe viele starke Rivalinnen, darunter die Goldgewinnerin von Rio, Kel Mendy und Bouchard aus Frankreich. Aber die härteste Gegnerin für mich bin ich selbst. Ich möchte an mir arbeiten, um noch besser zu werden. Was Dolgova nicht geschafft hat, hat Murat Chopanov erreicht. Ein Sieg im Finale vor eigener Kulisse. Gegen Dmitri Minku aus Belarus reichte eine schnelle Drehung für das erste russische Gold von Kasan. Der 22-Jährige hatte in Antalya schon das Treppchen besteigen können, jetzt also sein erster Grand Slam-Sieg 2021. Ganz ehrlich, das fühlt sich so gut an, hier zu Hause zu gewinnen. Und dann auch noch, weil mein Vater und meine Brüder dabei waren. Sie haben zugeguckt. Da konnte ich natürlich nicht verlieren. Die Chance auf ein zweites russisches Gold am ersten Tag von Kasan machte Hélène Rissevo zunichte. Die französische Nummer 2 verpasst im Sommer die Olympischen Spiele. Ihr Verband hat sie nicht nominiert. Dass sie an guten Tagen noch immer Topleistungen abrufen kann, musste ihre Finalgegnerin Daria Medzhaskaya spüren. Für Rissevo ist es das erste Grand Slam Gold seit 6 Jahren. Auf diesen Moment haben die Judo-Fans lange gewartet, endlich wieder Zuschauer in der Halle. Japan mit 2 Goldmedaillen konnte sich stolzer Tagessieger nennen. Schon am zweiten Grand-Slam-Tag werden die Karten dann wieder neu gemischt.